In Hesperingen hat sich mit dem ökologischen Dreieck ein Umwelthotspot gebildet. Das Öko-Center bietet Sondermüllentsorgung und Recycling von Wertstoffen, aber auch eine Secondhand-Tauschbörse und die kostenlose Auslieferung von Kompost. Ausstellungen informieren über Klimaschutz und auf den Dächern steht eine Photovoltaikanlage der Bürger von Hesperingen. Das kommunale Gartenzentrum im Passiv-Plus-Standard entsteht gleich gegenüber mit Energie aus Holzhackschnitzeln und Solarthermie. Auf demselben Areal betreibt ein Bauer eine Biogasanlage, die über das Erdgasnetz 1000 Haushalte versorgen kann. Der Climate Star bedeutet für unsere Gemeinde sehr viel, denn die Symbolik von dieser Auszeichnung, die kann man an unsere Bevölkerung in unserer Gemeinde weiterleiten und dann auch unsere Leute weiter dafür sensibilisieren, was dann Umweltschutz, was Nachhaltigkeit betrifft. Und natürlich soll das dann auch in Zukunft so kommuniziert werden, dass verstärkt in unserer Gesellschaft das auch dann vonstatten geht.